bin Franziska Fischer, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Osnabrück. Ich bin 2011 in die Ausbildung zur Augenoptikerin gestartet, war dann recht lange Gesellin und habe mich vor 2 Jahren aber doch noch dazu entschieden, meinen Meister zu machen. Als ich erfahren habe, dass ich die beste Bestmeisterin bin, war ich tatsächlich wahnsinnig überrascht, einfach weil ich damit absolut nicht mehr gerechnet habe. Für mich war letztes Jahr die Bekanntgabe und damit hatte ich abgeschlossen und ich wusste, ich habe im augenoptischen Bereich relativ gut abgeschlossen, aber Beste von allen war nie eine Option. Für mich bedeutet der Meister vor allem Selbstständigkeit. Ich konnte mir damit hier einen Traum erfüllen und konnte ein Geschäft übernehmen und ich habe vor allem jetzt einen Beweis für meine Fähigkeiten, einen Titel. Ich nehme aus der Zeit meines Meisterkurses vor allem mit, dass Fleiß belohnt wird und dass man nie aufhören sollte zu lernen, sondern dass es immer etwas gibt, was man noch nicht weiß. Das Beste an der Meisterzeit für mich war so die Verbindung zur Handwerkskammer Dortmund, weil ich einfach jetzt für alles einen Ansprechpartner wüsste. Ich wüsste immer, bei wem ich mich melden kann und ich erfahre dort eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft, wenn es um verschiedene Themen geht. Ich würde es jedem empfehlen, der einfach mal wieder wahnsinnig stolz auf sich selbst sein möchte und jedem, der ein Ziel vor Augen hat, der sich selbstständig machen möchte oder Verantwortung übernehmen möchte. Beruflich möchte ich zeigen, dass 2 junge Frauen ein Handwerksunternehmen erfolgreich führen können. Wir möchten zeigen, dass Kind und Karriere geht und nicht Kind oder Karriere und dass Frauen den Männern da in nichts nachstehen, gerade in der Augenoptik. Ich habe den Betrieb ja mit einer Freundin übernommen und wir haben uns in Osnabrück bei einem Optiker kennengelernt. Sie ist dann nach 2 Jahren wieder zurück zu ihrem Ausbildungsbetrieb, in dem stehen wir hier heute, und hat mich, als sie das erste Mal in Mutterschutz gegangen ist, quasi abgeworben. Ich war ihre Mutterschaftsvertretung und dann hat uns die ehemalige Chefin das Geschäft angeboten. Wir haben lange überlegt und haben uns dann dazu entschlossen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Für mich hat sich nach meiner Meisterzeit das Bewusstsein für mein Können geändert. Ich konnte viele der Dinge, die ich gelernt habe, auch schon vorher. Zum Beispiel die Themen Kontaktlinsenanpassung und auch Augenmessung kann man auch als Geselle in der Augenoptik. Aber ich weiß jetzt einfach, ich habe fundiertes Fachwissen, das auch am Kunden auszuführen. Und vor allem bin ich jetzt die Problemlöserin und muss nicht mehr zu meinem Meister oder meiner Meisterin gehen, wenn ich nicht weiter weiß. Ja, ich habe natürlich jetzt auch administrative Aufgaben. Ich beschäftige mich mit Themen wie Personalplanung, mit kaufmännischen Themen. Ich betreue unseren Social-Media-Kanal. Und all das war als Geselle natürlich weniger Thema. Da habe ich mich hauptsächlich um die Kunden gekümmert. Das mache ich jetzt auch noch am liebsten, aber ganz oft sitze ich jetzt eben auch im Büro. Es ist mir eine große Freude gewesen, heute der besten Bestmeisterin des Jahrgangs 2021 den Scheck der Signal Iduna Gruppe in Höhe von 2000 Euro an Frau Franziska Fischer zu überreichen. Ein wirklich großer Erfolg, eine ganz besonders herausragende Leistung. Und es ist uns eine große Freude als Signal Iduna Gruppe, diese herausragende Leistung mit diesem Scheck dann auch entsprechend zu dokumentieren. Ich wünsche Frau Fischer ganz, ganz viel Erfolg. Sie ist ja schon in der Selbstständigkeit ganz viel Erfolg, viel Fortune, Tatkraft und Engagement in ihrer Aufgabe, jetzt auch als Inhaberin eines Augenoptikergeschäftes. Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister sind das Herzstück des deutschen Handwerks. Sie sind nicht nur Expertinnen und Experten in ihrem jeweiligen Handwerksberuf, sie haben auch das Fachwissen, um Handwerksbetriebe zu gründen oder weiterzuführen. Und was man nicht vergessen darf, Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister sorgen dafür, dass qualifizierter junger Nachwuchs ausgebildet wird.